Guten Morgen, guten Abend oder Mahlzeit, liebes Internet. Mein Name ist Sekai und ich heiße euch willkommen zu Meteor 60 Sekunden. Was ich aus dem Spiel, aus der Spielbeschreibung so rausnehmen konnte, ist, man hat 60 Sekunden Zeit, um zu tun, was man will. Und viel mehr wurde nicht gesagt auf der Showpage. Falls das Spiel auch wer probieren will, es ist free to play auf Steam derzeit. Oder wird es wohl auch immer so sein. Und schauen wir uns an, was uns erwartet. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Nachrichtensprecher, aktuelle Nachrichten. Die NASA hat soeben mitgeteilt, dass ein Meteor gleich mit der Erde kollidiert und diese dabei zerstört. Erstaunlicherweise bleiben uns nur noch 60 Lebenszeit. Gute Deutsch, laut der NASA, bevor die Erde zerstört wird. Was habe ich da gerade gesagt? Ich habe nur noch 60 Sekunden. Verdammt, ich wurde doch heute erst zum Nachrichtensprecher befördert. Es hat mich 20 Jahre gekostet, in diese Position zu kommen. Was auch immer. Jetzt kann mir meine ganze Karriere auch egal sein. Und zieht sich aus? Are you kidding? What the fuck? Scheiß aufs Leben. Ja, okay, Dude. Deppert wär's, wenn er doch dann vorbeifliegt. Das ist mein Zuhause. Sieht sehr normal aus. Mülltonne davor, okay. Oh, das bin ich, okay. Was ist es wahr, dass die Erde zerstört wird? Ich kann es nicht glauben. Ziehe ich mich jetzt auch aus? Was soll ich nur mit den verdammten letzten 60 Sekunden meines Lebens anstellen? Mein Face hat sich jetzt auch sehr schnell verändert. Kann ich jetzt machen, was ich will, selbst wenn es illegal ist? Wie wäre es, einfach einen Apfelbaum zu pflanzen? Das wäre das Letzte, was mir einfallen würde. Noch dazu, weil der Apfelbaum wohl selbst nur 60, nicht einmal 60 Sekunden Lebenszeit hätte. Verdammt nochmal, ich habe noch nicht einmal Zeit darüber nachzudenken. Los geht's. Get ready. Ich weiß ja nicht einmal, wie es geht. Zeit übrig. Wie geht's? Gewalt. G. Küssen. H. Bewegen. A. D. Was ist das? Ja, wie spielt man? Okay. Also es ist ein reines Tastaturspiel, wie es sieht. Das heißt, mein Mauszeiger wird aus dem Bild verschwinden. Und H ist Küssen und G ist Gewalt. Na dann. Okay, ich muss da drauf drücken. Das ist unnötig. Auf geht's. Okay. Auf geht's. Hadouken! Kann ich dich küssen? Und dafür bashe ich dich. Ein Baseballschläger. Hadouken! Nice. Kann ich rennen auch? Nein. Huh. Oh, Doggy Dog. Ich kann nicht über die Mülltonne. Kann ich den Fahrrad. Was das? Und dann. Na, hallo, das ist meine. Oh, are you kidding me? Und der basht mir auch. Ich befreie euch von dem Meteoranschlag. Ja, hallo? Oh, Hadouken. Hadouken. Was haben wir hier? Eine Sperre. Dich vernebeln wir und dich küssen wir einfach, weil ich kann. Wie kann ich einen Apfelbaum pflanzen? Gar nicht, wie es ausschaut. Kann ich das weg. Ah, okay. Ja, lass mich da durch. Lass mich da durch. Lass mich zur Rakete kommen. Nein. Ja, nein. Und das war's wohl. Oh. Die Zeit ist um. Boom. Okay, der ist nicht vorbeigeflogen. Holy shit. Schlussendlich, ich bin tot. Es war ein gutes Leben. Naja, bis auf die 60 Sekunden eventuell. Das war's? Are you kidding me? Das Spiel dauert wirklich 60 Sekunden? Was ist deine Liste? Mörder. Hinweis. Willst du einen Hinweis? Nein, weil das habe ich eh schon. Das Ende wiederholen? Nein. Co-Suizid, Meteorexplosion, Held, trashiger Mörder, glückliche 60 Sekunden. Coming out, entkomme allein, Luft holen. Okay, da gibt es mehrere Enden. Ja, probieren wir natürlich noch eine Runde, weil was mache ich mit einem 2-Minuten-Video? Ja, skip, 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 skip. I'm ready. Gehen wir mal die andere Richtung. Was ist mit dir, Baseballschläger? Der ist nackt. What the fuck, Dude? Du stirbst gleich. Ist ja egal. Es ist ein bisschen Bestiality. Der mag mich, der Doggy. Weg mit der Mülltonne, schauen wir in die andere Richtung. Der rennt mir nach.
Ui, was passiert da? Moi. Gern geschehen. Der hat ein Maschinengewehr. Weg mit dem. Danger, kann ich da ran? Hey, ich habe ein Maschinengewehr. Was ist das? Du hast einen Nuklearempfänger. Klicken zum Benutzen. Einen Nuklearempfänger. Are you kidding me? Das hört sich nicht gut an. Boom! Wir haben nicht einmal 60 Sekunden gehabt. Holy shit. Ich habe uns vor den Meteor gerettet. Ich habe uns vor den fucking Meteor gerettet. Dankt mir später. Scheiße. Ei. Co-Suizid, okay. Okay. Auf ein neues. Scheiße. Skip, 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 skip. Ich will in diese eine Rakete. Wir holen uns schnell das verdammte Hadouken. Wir holen uns schnell das Maschinengewehr. Ah, what the fuck? Okay, ich brauche den Hund unbedingt. Oh, na. Puh, ich kann aber schnell rennen. Doggy, schnell, 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 komm mit. What the fuck? Komm, ich brauch dich. Oh, Entschuldigung. Space ist Pause. Doggy, ich hab nicht mehr viel Zeit, komm an. So, danke. Das geht sich nie im Leben aus. Das geht sich nie im Leben aus. Schusch, 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 da ist der Nackerte. Und auf einmal sind wir in der Straßenbahn. Ups. Da! Und weg hier, weg hier, weg hier. Wo ist die Rakete? Habe ich die Rakete zu. Oh no! No! Fuck. Das war wohl ein Schuss zu viel. Boom! Ja, okay. Das war gar nichts. Nur einen Schuss abgeben. Probieren das Ganze noch einmal. Wenigstens ladet schnell. So, I'm ready. Und los geht's. 60 Sekunden. Doggy, du kommst mit. Nein, nicht du. Verpiss dich. Komm. Mit mir mit. Ihr zwei. Ja, lass mich da durch. Nein. Du. Maschinengewehr, danke. Okay, ich habe diesmal mehr Zeit. Das heißt, wir können das beruhigt angehen. Hey, wie sind die umgefallen? Auf geht's. Hey, das ist auch ein neuer. Ich liebe die, was da einfach im Bikini in der Straßenbahn fährt. So da. Weg hier! Boom! Machen wir uns am Mars breit oder was? Oh, wir riskieren unser Leben? Oder wie? Es geht weiter oder was? What I'm supposed to do? Ja. Überlebe ich hier? What the fuck? Ja, okay. Dann stehen wir halt einfach da und schauen zu, wie wir die Erde zerstören, quasi. Ducken, wortwörtlich diesmal. Schlussendlich, ich bin tot, es war ein gutes Leben. Ich sehe eine weiße Landschaft. Oh, da geht's weiter. Was soll das sein? Der Himmel? Ist es das? Du bist fertig, wach bitte auf. Wo bin ich? Virtual Reality. Wir haben soeben einen Persönlichkeitstest mit Ihnen durchgeführt. Sie befanden sich in einer virtuellen Realität. Hä? Virtuelle Realität? Also wurde die Erde gar nicht zerstört? Das ist richtig. Unsere neueste Technologie ist wie aus dem Film Matrix. Sie ermöglicht Ihnen ein virtuelles Leben in kurzer Zeit zu erleben. Durch die Analyse Ihres Verhaltens können wir präzise Rückschlüsse auf Ihren Charakter ziehen. Eigentlich sollte ich dir auch sagen, der Doktor ist per Du mit mir, okay? Deine Familie hat diesen Test auf dem Bildschirm verfolgt. Mutter, meine Freundin Alina und mein 5 Jahre alter Neffe. Bitte lass das meine Mutter sein. Habt ihr mir alle zugesehen? Mein Sohn, es ist, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass du einer von der Sorte bist. Du bist Abschaum. Wie kannst du dich selbst noch Mensch nennen? Bist du ein Psychopath? Ich kann es nicht fassen, dass du Leute getötet hast. Ich denke, wir sollten uns trennen. Fuck you. Onkel, warum hast du gelacht, als du Menschen getötet hast?
Hat dir das Spaß gemacht? 5 Jahre? Okay. Ich möchte so ein cooler Mörder sein wie du, wenn ich groß bin. No! Wenn es virtuelle Realität war, dann war es ein Spiel. Was seid's mir denn böse? Habe ich da was Neues gekriegt? Nein. Was soll ich auf. Was soll ich da oben? Okay. Diesmal verstreuen wir nur Liebe. Das wird der letzte Versuch. Diesmal verstreuen wir nur Liebe. Nur Liebe. Hi. Hi. Oh Gott, wie dich mag ich. Magst du mehr? Bussi, 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 Bussi. Danke da. Ich wünschte, mich könnte mich gerade ducken. Ja, es ist ihm auch egal. Pepe. Oh. Ja, wenn du halbnackt rumrennst, was hast du erwartet in der Straßenbahn? Kicken mich einfach aus der U-Bahn raus. Hallo, süße Bunch. Das war's, nehme ich an. Hua, hua. Wie schaut's mit dir aus? Bussi, 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 Bussi. Oh. Ich hör keinen von euch. Keinen. Verfolgt's mich nur. Oh. Der ist paralysiert. Der versteht gar nicht, was passiert ist. Bussi, Bussi, Bussi. Bussi, Bussi. Da gibt's noch wer auf der Bank. Bussi, Bussi. Oh. Der ist auch ganz paralysiert. Sie muss sich selbst verteidigen. Der beste Dude. Den würde ich sofort verlassen. Hey. Und boom! Ja, ich weiß, wir sind in einer virtuellen Realität. Haben wir ein neues Ende geschafft? Pussy, Pussy, Pussy. Voll, coming out. Nice. Entkomme alleine. Ich bin alleine entkommen. Okay. Wie auch immer, viel mehr hat das Spiel nicht zu bieten, außer finde heraus, was die verschiedenen Enden sind, scheinbar. Und die haben wir uns nicht einmal angesehen, weil ich bin so ein Genie und habe sie einfach weggeklickt. Aber so kann ich wenigstens sagen, spoilerfrei. Also, wie gesagt, es ist free to play auf Steam. Schaut es euch an, wenn ihr Interesse habt, oder lasst es bleiben. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.